Servus, ich befinde mich in Jesolo zum Zeittakt-Kart testen. Ich werde heute und morgen ein normales Rotax Max-Kart testen und dann eventuell ein KZ2-Schalter. Ja, das normale hat ca. 30 PS und der Schalter dann so um die 40. Und das ist auf jeden Fall um einiges mehr als die ÖTSM-Karts, die ich jetzt eigentlich so gewohnt bin. Ja, ich werde in den nächsten Minuten das erste Mal drankommen. Und ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl, aber ich freue mich schon drauf, also das wird sicher geil werden. Ich habe heute auch die GoPro dabei, die werde ich mir hier auf den Kopf schnallen. Und dann ja, könnt ihr euch das ja, live ansehen, wie ich mich da anstellen werde. Das Wetter ist schön, es ist relativ warm und es schaut jetzt auch nicht so aus, als würde es zum Regnen anfangen. Gut, ich mache mich jetzt fertig und dann geht's schon los. Erster Eindruck, wow. Also das kann man überhaupt nicht mit den ÖTSM-Karts vergleichen, mit dem Viertaktmotor, das ist eine komplett andere Welt. Also natürlich hat man mehr Leistung, aber auch wie die Leistungsentfaltung stattfindet, das ist krass. Also es gibt wieder einen Punch, ruckartig, das ist fast schon so ein Turbo-Verhalten. Das schlägt ein und dann geht es massiv vorwärts. Und ja, da gibt es im Prinzip kein Ende, das steigert sich die ganze Zeit, der Motor schreit, hört sich mega geil an und ja, das ist extrem pervers. So kann ich das wahrscheinlich am besten beschreiben. Also, daran muss man sich mal gewöhnen, vor allem auch eben das Ansprechverhalten vom Motor, wie man mit dem Gaspedal umgeht, das muss ich jetzt im Prinzip neu lernen, muss man viel, ja, filigraner umgehen, man muss das mit viel mehr Gefühl machen. Man darf nicht pumpen oder ja, mal drauf gehen, mal weggehen, sondern man muss da richtig kontinuierlich steigern, weil ja, sonst bricht er aus und das will man ja eigentlich vermeiden. Und ja, generell ist das Ganze viel leichtgängiger, das Kart wiegt glaube ich nur 75 Kilo und ja, eben viel leichtgängiger als die, sag ich mal, schwereren ÖTSM-Karts. Und ja, daran muss ich mich jetzt mal gewöhnen. Aber auf jeden Fall, es ist ein kleiner Kulturschock und es war echt schön. Ich bin jetzt 13 Runden gefahren. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich heute nochmal 20, 25 fahren. Mal schauen, wie es sich ergibt. Ich weiß nicht, wie spät es gerade ist. Wahrscheinlich so 2 Uhr. Also auf jeden Fall ist noch genug Zeit da. Und morgen ist auch noch ein Tag. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dann das Schalterkart abgeht. Also ich meine, das ist jetzt schon krass,
Und dann, das hat dann nochmal 10 oder 15 PS mehr. Das muss ja irrsinnig sein. Aber naja, jetzt muss ich mich mal an das gewöhnen. Und dann schauen wir weiter. Habe gerade noch was gegessen und jetzt will ich eigentlich nur mehr schlafen. Habe mich jetzt ins Bett gelegt, noch hier die Akkus für die GoPro angehängt, dass ich morgen auch ein bisschen Saft habe. Ja, Resümee zum Tag. Ich meine, ich habe vorhin schon relativ gut beschrieben, wie es sich angefühlt hat und wie es war. Es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Und ja, wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit dem Formel 4 Test, den ich letztes Jahr hatte. Ja, ich würde sagen, das sind einfach zwei unterschiedliche Welten. Und um ehrlich zu sein, hat mir jetzt dieses 2-Tag-Renncard viel besser gefallen oder einen größeren Grinser aufs Gesicht gegeben als wie das Formel 4-Fahrzeug. Einfach weil das um einiges perverser anschiebt. Und das Witzige ist einfach, dazu gibt es jetzt noch eine Steigerung und so eine Schaltcard und das wird mir dann wahrscheinlich das Hirn rausschießen. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es dann noch schneller geht. Also das muss ja richtig krank sein. Naja, jetzt gehe ich mal schlafen und morgen gibt es dann die volle Schaltkartdröhnung. Thank you.
Jetzt bin ich vorhin nochmal den Rotax Max gefahren und ja, man hört ihn schon, den KZ2 Schalter im Hintergrund. In, keine Ahnung, 2-3 Minuten bin ich dran. Jetzt gehe ich mich noch kurz erleichtern und dann geht's ab. Zweite nehmen. So, ihr habt es gerade gesehen, meine ersten Nähte in dem Schalter. Und komischerweise bin ich jetzt gerade ziemlich emotionslos. Ich glaube, ich bin eher geschockt. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Ich habe gerade erfahren, dass ich nicht mal den sechsten Gang drin hatte, also der fünfte am Ende der langen Gerade. Also ja. Ja, das ist nochmal eine andere Welt zu dem Rotax Max. Das ist ja wirklich unglaublich. Also gestern das Rotax Max hat mir schon mal ein Watschen gegeben und das ist jetzt noch eine größere gewesen. Also das ist ein richtiges Kart. Das ist wirklich, das muss man erleben. Also das kommt im Video wahrscheinlich jetzt nicht so rüber. Man kann es nur ahnen. Aber die Beschleunigung und der Sound und alles, die Vibration, vor allem die Vibration. Das war das erste, was mir aufgefallen ist, wenn der Motor anspringt. Das geht durch Mark und Bein. Also man wird durchgeschüttelt, der ganze Körper rüttelt und wenn du dann den Motor hochjagst auf 15.000, das ist, ja, ja, ich habe gar keine Worte, also ich glaube, ich muss das erstmal sacken lassen und begreifen. Ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, vielleicht 10 Runden gefahren insgesamt. Das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, war, dass am Kurvenausgang manchmal so extrem, ja, geruckt hat und gestempelt hat, gehupft ist. Schaut wahrscheinlich auch im Video ein bisschen doof aus. Zuerst habe ich mir gedacht, das ist das Stempeln, dass er zu viel Grip hinten hat und dann wieder verliert und wieder bekommt und so weiter. Aber mir wurde jetzt gesagt, das ist anscheinend der Motor, der ist so giftig. Ich bin jetzt im Prinzip so Lernrunden gefahren, so wie in der Fahrschule. Und wenn du jetzt da im falschen Drehzahlbereich drinnen bist, im falschen Gang, sage ich mal, dann, ja, dann reicht 1 mm Bewegung am Gas, dass der Motor dann beschleunigt und wenn du dann runter gehst 1 mm, dann lässt du wieder nach. Und da man dann so in den Rücken reinkommt, auch mit dem Fuß, dann springt der Fuß auf dem Gaspedal rauf und runter und dann schaut das ein bisschen behindert aus, aber ja, ist egal, es war trotzdem mega geil, also muss ich unbedingt auch mal machen, wenn es nicht so teuer wäre. Also jetzt war ja nicht mein Kart, sondern nur ausgeborgt, aber der hat mir gerade gesagt, wenn du das neu kaufst, bist du bei 8.000-9.000 Euro.
R9. Und ja, dann musst du es ja noch erhalten und zu den Strecken fahren und Reifen und bla bla bla. Also ist schon teuer. Naja, wie dem auch sei, es war sehr schön. Wir packen jetzt zusammen und dann geht's wieder ab nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.